Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hier ist das neue Flaggschiff von Google, das Pixel 8a. In dieser coolen Farbe Obsidian, was so grau und schwarz aussieht. Im Video packe ich das neue Smartphone von Google aus und schaue mir mal, was in dieser Box, also im Lieferumfang, drin ist. Ebenfalls richte ich es schnell ein und gebe hier meinen Ersteindruck darüber. Und jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Als erstes schauen wir uns mal die Box vom neuen Pixel 8a von Google genauer an. Vorne direkt das G-Logo für Google und unten gleich die Hauptschrift Pixel 8a und natürlich das abgebildete Bild vom Inhalt, das Smartphone selbst. Weiter zu sehen nochmal die Schrift abgebildet Pixel 8a. Und die kurze Beschreibung: 5G, 6,1 Zoll Display-Diagonale und der Speicher hat 128. Jetzt öffnen wir schonend die Verpackung. Beim Öffnen der Box sieht uns direkt das Smartphone von Google an. Und wir legen es jetzt direkt zur Seite, damit wir weiter schauen können, was uns der Smartphone-Hersteller so mitgegeben hat. Hier ein kleines USB-C auf USB-A Adapter, wie wir es beim USB 2.0 und der neuesten Schnittstelle kennen. Natürlich das USB-C Ladekabel ebenfalls. Was mich wirklich enttäuscht hat, ist, dass es kein Ladeadapter gibt. Machen die etwa Apple nach oder schon wieder eine Vorschrift von der EU? Hier auch das SIM-Karten-Tool sowie ein wenig Lesematerial, was nicht fehlen darf. Fassen wir mal zusammen, was wir alles im Lieferumfang haben. Hier ganz links das Google Pixel 8a, was noch nicht abgezogen wurde. Dann rechts oben die Packung mit Lesematerial sowie das SIM-Kartentool, das Ladekabel und das kleine USB-C auf USB-A Adapter. Jetzt packen wir alles wieder zusammen und nehmen das Pixel 8a Smartphone zur Hand und ziehen jetzt die weiße Displayfolie ab. Was für mich am schönsten beim Unboxing-Video eines technischen Produktes ist. Das Google Pixel 8a finde ich sehr nice und liegt sehr gut in der Hand. Groß wie bei den anderen 8er Reihen finde ich es nicht. Das Display ist etwas anders geformt als bei Apple oder anderen Smartphone-Herstellern. Die Kamera in der Rückseite besticht mit zwei Modulen, was, wie ich gehört habe, sehr schöne Fotos macht. Die Farbe ist gewöhnungsbedürftig, aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Was sagt ihr, welche Farbe würdet ihr euch kaufen und welches Modell? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Das war's von diesem Video. Falls ihr mehr davon sehen möchtet, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal sowie aktiviert auch die Glocke. Macht's gut, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao.